Ja, wer kann sich Berlin da noch leisten? Darüber sprechen wir jetzt mit Jörg Zeuner. Er ist Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. Herzlich willkommen bei uns, Herr Zeuner. Guten Tag. Wir haben die beiden Seiten gesehen. In Berlin sind die Einkommen allerdings gar nicht so hoch. Dennoch steigen die Mieten. Das birgt jede Menge Sprengstoff, oder? In Berlin sind die Einkommen nicht so hoch. In Berlin sind die Werte der Immobilien, also die Hauspreise, auch nicht so hoch. Vom Niveau her passt das einigermaßen zusammen. Aber es ist richtig, dass sowohl die Immobilienpreise als auch die Mieten steigen, aber nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Ist das denn gerechtfertigt, gerade in Berlin nochmal, oder rein spekulativ? Es gibt mehrere Motive, warum in Immobilien derzeit investiert wird. Eins sind die niedrigen Zinsen, das andere ist die Unsicherheit etwa in Europa rund um die wirtschaftliche Entwicklung, wo wir feststellen, dass doch viele Anleger jetzt lieber in Sachwerte investieren, an erster Stelle Immobilien. Deshalb steigen die Immobilienpreise auch. Wie lange wird denn diese Entwicklung noch anhalten? Zum Beispiel Zinsen, die werden ja auch nicht ewig so niedrig bleiben. Das hängt alles an dem Konjunkturverlauf in Europa. Je besser die Wirtschaft läuft in Gesamteuropa, je eher steigen die Zinsen, je eher gehen dann die Investitionen auch wieder aus den Immobilien raus in andere Anlagen. Im internationalen Vergleich, sagten Sie oder haben wir auch gehört, sei Berlin ja immer noch relativ günstig. Wohin kann denn die Reise dann noch gehen, wenn man den internationalen Vergleich nimmt? In Berlin sind die Immobilienpreise in den letzten 6-7 Jahren etwa um insgesamt 40% gestiegen. Wenn man das vergleicht mit anderen Metropolen in der Vergangenheit, da hat es in gleichen Zeiträumen Verdoppelungen oder Verdreifachungen des Preisniveaus gegeben, wo es dann gefährlich wurde. Das ist in Berlin bei 40% noch lange nicht der Fall. Mhm. Wo würden Sie sagen, da wäre dann eine Überhitzung der Fall? Das ist schwierig vorherzusagen, aber bei einer Verdoppelung, Verdreifachung haben wir eben die Erfahrung gemacht in anderen europäischen Ländern oder in den USA, dass es dann zu einer Situation kommt, wo die Investoren unruhig werden und wo wir dann das erlebt haben, nämlich das Platzen einer Immobilienblase, was wir hier nicht sehen wollen. Inwieweit sind Sie denn auch dafür, was in Deutschland gerade eine Entwicklung ist, dass man Mieten und Mieterhöhungen auch deckelt? Sagen Sie von Ihrer Seite aus, dass das ein vernünftiger Schritt ist, um möglicherweise auch den sozialen Frieden zu halten? Da gibt es mehrere Maßnahmen. Also zunächst mal sind Mietverträge ja langlaufende Verträge, wenn man schon einen Mietvertrag hat. Insofern verändern sich die Mieten sowieso langsamer als die Immobilienpreise. Darüber hinaus trägt auch der Neubau dazu bei, dass die Preise nicht weiter steigen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Besten Dank, Herr Zeuner, für dieses Gespräch.